Und da sind wir wieder bei einer neuen Folge von The Fischer Online. Und wir sind hier mal wieder am Briesener See in Brandenburg. Und ja, es hat sich ein bisschen was getan. Im Video ist auch schon angekündigt, was sich da alles getan hat. Oder man sieht es da. Hier sind so ein paar Häuschen hingestellt worden. Die hatte ich... Also sind die schon länger oder habe ich die einfach nicht gesehen? Ich glaube, ich habe sie einfach nicht gesehen. Oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich war schon lange nicht mehr hier. Ich war ständig noch am Aalangeln. Und auf Karpfenangeln und so. Strange. Strange Hütten stehen jetzt hier. Und zusätzlich... Oh, da hinten auch. Da hinten steht dann auch noch eine. Ja. Und das hier, das ist doch ganz schick gemacht. Angelgeschäft. Oh! In German. Oh mein Gott. Angelgeschäft in Deutsch mit OMG. Ganz viel Angelgedöns. Was nicht alles. Und ganz wichtig ist er hier oben. Die Hechttrophäe. Der Kopf. Ach, wie geil, ey. Ach, wie geil. Ja, geil, ey. Cool. Cool. Das gesamte Teil jetzt hier quasi als, wie so ein Automat, Alter. Wie so ein Angelautomat. Wie geil ist das denn, ey? Ich hätte gern ein paar Schrimps, Alten. Ja klar, hier. Kratsching. Geil, ey. Cool. Ja, geile Idee, geiles Ding, ey. Angelgeschäft, willkommen. Tipptopp. Der Angelomat, Alter. Richtig geil. Joa, und ich schmeiß jetzt hier nochmal eben die Route raus. So. Ganz wichtig ja, seit dem letzten Patch, die Hooks sind super entscheidend. Die Hooks sind super entscheidend, also die richtige Hakengröße. Ein zu großer Haken, da merkt man sofort, dass die Fische gar nicht beißen. Man sieht immer nur die Rutenspitze so ein bisschen zappeln. Und ich glaube, auch bei einem zu kleinen Hook wird gar nicht... Ich verdrück mich hier immer. Ich will einfach Escape drücken, aber es geht nicht. Zu kleiner Hook, ich glaube, da schlitzen die Fische dann auch aus. Okay, aber das ist auch noch nicht geändert. Schauen wir uns gleich doch einfach mal eben das Video an. Ich gehe in der Zwischenzeit mal hier einfach mit der Fliege und den kleinen Hooks. Zack. 1, 2, 3. Gehen wir mal auf... Forelle oder so? Forelle könnte hier beißen, ne? Und vielleicht fangen wir ja gleich was. Allerdings machen wir jetzt erstmal hier einen kurzen Break und gucken uns das Video mal eben an, was der Vitali jetzt zuletzt hochgeladen hat. So, da sind wir. Wir haben hier immer noch den Hintergrundsound vom Game, vom offenen. Den lassen wir auch erstmal jetzt erst so einfach laufen. Und er startet hier und stopp, beziehungsweise ich drehe das Ganze, kann ja schon mal ein bisschen weiterlaufen, ich drehe das Ganze aber mal auf langsam, er geht da super schnell durch, Wiedergabegeschwindigkeit 0,25, man sieht schon jetzt hier, der Ladescreen ist ein anderer, es ist ein größeres Bild, es ist ein kleiner witziger Text unten drunter. Und dann sieht man eben hier den See. Und da drehen wir nochmal ein Stückchen zurück. Hier ist mir zum ersten Mal aufgefallen, nanu, da stehen ja Häuser. Was haben wir denn da? Die Häuser sind mir das erste Mal aufgefallen. Und natürlich auch tatsächlich hier der Shop.
Und ich dachte, das kommt alles erst. Bin gerade eben direkt zum Briesener See, habe mir das erstmal angeguckt und war tatsächlich jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass das schon integriert ist. Das ist doch schon mal schön. Genau. Der Selbstbedienungs-Angelshop. Alles schon auf Deutsch dann übersetzt. Gucken wir mal, wann das Game komplett auf Deutsch übersetzt ist. Und zack, da machen wir direkt nochmal Pause. Das ist jetzt hier direkt der nächste Part. Das heißt, wenn man den Fischkescher sich anschaut. Und dafür bin ich auch gerade jetzt unterwegs und will nochmal was rausziehen. Weil ich meine, hier die Köder, die waren jetzt noch nicht dran zuletzt. Die Köder und dieser Steckbrief oben rechts in der Ecke. Den konnte man zurzeit nicht sehen. Und wenn er da jetzt gleich draufklickt, auf den Karpfen. Ja, komm, zack, da machen wir direkt nochmal wieder den Break. Da sehen wir dann nochmal wieder Neuigkeiten. Erstmal sieht man, non-predatory, also ein Friedfisch ist das hier. Karpspezies, Foodfisch, Grundfisch, auch schon mal ganz interessant. Und durchschnittlich. Average. Irgendwie ist er. Und rechts daneben stehen schon mal die ganzen Sachen fürs Creating, fürs Herstellen. Richtig, richtig cool. Natürlich, und ich glaube, es ist das dritte von unten. Das sieht auch so ein bisschen aus wie Fischfetzen oder sowas. Ich schätze mal, also Fischfetzen habe ich bisher noch nicht gesehen, aber ich schätze mal, dass das dann, dass man aus dem Fisch dann Fischfetzen machen kann. Oder ist es direkt das erste oben? Was ist denn das erste? Keine Ahnung. Muschel, Krebsschwanz, Laich. Möglicherweise kann man auch Laich rausziehen. Auch nicht schlecht. Und Frosch. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal eine ganz gute Information. Das heißt, das Crafting-System, da ist er höchstwahrscheinlich dann auch schon dran. Dass das dann eben mit dem Fangen der Fische auch schön kombiniert werden kann. Der Sound ist gerade so ein bisschen... weil ich halt so langsam gerade unterwegs bin. Zack, nochmal kurz auf Pause. Er hat ein Video gemacht, das ist 1 Minute 26. Er geht da so schnell durch. Klack, 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 klack. Ohne Pause geht da gar nichts. Predatory, also einen Jäger. Foodfish, average, durchschnittlich auch wieder. Sonst war da keine weitere Information. Da ist jetzt nochmal ein Spiegelkarpfen. Auch quasi wieder die gleichen Informationen. Schade, er hätte mal auf den grünen gehen sollen, ob da was anderes dann steht. Ich glaube, da hinten sind auch mehr Häuser dazu gekommen. Ich meine, da hinten sind auch mehr Häuser dazu gekommen. Und der Strand ist irgendwie anders, ne? War da nicht Strand gegenüber? Ja. Also so vom... Ich guck gleich nochmal in-game. Ah, genau. Köder. Hatten wir gerade schon gesehen. Die Köder sind jetzt deutlich größer, das Köderfenster deutlich übersichtlicher. Man sieht diesen Verbrauchsbalken. Machen wir nochmal kurz ein Stückchen zurück. Genau, halt. Ja, stopp. Man sieht hier unten diesen Verbrauchsbalken. Wenn man hier zum Beispiel eine Box mit Boilies öffnet, es verbraucht sich. Dieser Verschleißbalken hier oben, Boilie Green, noch mehr im Verbrauch. Diesen Balken hat man auch bei den Angelruten und bei den Schnüren und so. Noch ist allerdings kein Verschleiß integriert. Ich denke, das wird auch noch kommen. Bei meinen kaputten Ruten, da sieht man das. Die haben einen ordentlichen Knacks. Komm, Alter, jetzt gib ihm. Achso, jetzt... Ah, genau. Stopp. Auch ein ganz anderes Interface. Ganz anderer Aufbau. Hier oben, hoppala, die Fishing Rods, Tackles, Equipment, Bait, Spinning und die Hooks.
Also alles, was man quasi benötigt. Ah, Inventarplatz sehe ich. Ist mir vorher auch noch gar nicht aufgefallen. Das Level, wie viel XP man noch braucht bis zum nächsten Level. Sehr schön. Inventarplatz. Ich hoffe, es ist nicht Gewicht. Und hier Rodpod. Auch nicht schlecht. Vielleicht noch ein extra Gerät, was man sich holen kann, um da dann quasi alle drei Routen reinzustapeln. Wobei ich wüsste jetzt im Moment nicht, wofür, wenn man sie einzeln auch ablegen kann. Aber vielleicht bringt es ja nochmal Vorteile. Gucken wir nochmal weiter. Genau, da geht er jetzt auf die Carp-Route. Ah, er hat hier die Carp 1 mit 20 Kilo Tragfähigkeit und die Spinning Rod. Okay, das einfache rein- und rausziehen. Sehr praktisch. Einfach, dass es sich auch, ich sag mal, irgendwie natürlich anfühlt. Ne? Das muss einfach logisch sein. Man zieht das, die Route, zack, rüber. Und das finde ich ist auch nochmal ganz gut gemacht. Ich habe es jetzt im Russischen nicht übersetzt. Aber hier sind auch nochmal verschiedene Register oben drüber. Dann hat man hier diese Spinning Rod, wo dann hier die Route hinkommt, die Schnur hinkommt, das Vorfach und dann der Köder. Wahrscheinlich auch nochmal die einzelnen Bereiche. Ja. Sehr, sehr geil. Finde ich sehr gut. Anklicken und sofort geht das Fenster auf und du hast die Auswahl. Was? Genau, auch hier. Du hast die Auswahl, welche Rolle. Alles klar. Du klickst an. Okay, jetzt fehlt mir noch das. Du hast nur die Auswahl davon. Du musst nicht lange dein Inventar durchsuchen. Zack, fertig dran machen. Genau so. Ja. Wird sofort alles angezeigt und vorgeschlagen. Die Hooks. Genau, perfekt. Ich glaube, ich brauche ein paar Tiny Hooks. Ich muss nochmal auf ein paar kleine Fische gehen. Pose dran. Ab dafür, jawohl. Sehr gut, ey. Genau, zack, Köder noch auswählen. Geht auch direkt in dem Fenster, perfekt. Klar, Tiny Hook und einen fetten Boilie. Gib dir. Gönn dir, Alter. Ja, cool, ey. Gibt's noch irgendwas, was mir jetzt gerade irgendwie auffällt? Nee, ne? Wann ist oben das Geld? Das konnte man vorher auch schon sehen. Ha! Da bimmelt's bei mir im Game. Und ich glaube, das Video ist auch fast zu Ende hier. Er macht hier doch mal so einen kleinen Schwenk. Und ja, das Video ist durch und wir tappen mal eben rüber. Perfektes Timing, Alter. Dankeschön, ey. Und gehen mal eben jetzt hier drauf. Boah, ja, ist ja nicht normal, ey. Doch, da hinten sieht man, glaube ich, den Strand noch. Der Strand ist noch da. Der Strand ist noch da. Gut. So, was haben wir denn da für ein Fischchen? Komm mal ran hier. Eine kleine unmaßige Trout, eine kleine Forelle. Nehme ich jetzt mal mit und schaue mir das im Vergleich nochmal eben im Inventar an. Okay, doch, der Köder wurde auch schon angezeigt. Mit welchem der Fisch quasi gefangen wurde. Das ist jetzt schon auch mit drin. Nur die Informationen sind noch nicht so drin, die Details. Das wird dann wohl noch alles kommen. Auch jetzt hier so im Vergleich, dass das jetzt hier ist. Es ist, ja, es ist ein bisschen unübersichtlicher.
mit den Ködern, dieses kleine Fenster. Ja, also gefällt mir schon. Es ist, wie gesagt, es ist deutlich übersichtlicher. Jetzt bauen wir den mal weg. Okay, dann kommen auch hier die Fenster. Gehen wir hier hin. Ja, dann kommt eben das ganze Mischmasch hier, ne? Das ist eben jetzt zurzeit noch so, wenn man auf Blei klickt, auf, genau, auf die Rolle. Also egal, was man halt hat. Rolle. Okay, jetzt beim Köder natürlich nicht. Bei den Hooks auch nicht. Aber sobald man hier am Setup eigentlich unterwegs ist, hat man alles eben auf einer Seite. Da ist das natürlich mit den neuen Infos, die wir jetzt haben, natürlich deutlich spannender. Zack. Und der nächste Brocken. So soll das natürlich sein, dass es ja, sich einfach gut anfühlt. Und dass man da wie selbstverständlich durchgeht. Ohne dass man da irgendwie ins Hängen kommt. Was haben wir denn da noch, ey? Auch wieder schön auf Fliege. Auch eine kleine, ja, eine kleine Trout. Ich glaube, ich teste hier mal doch etwas größere Haken. Die sind mir ein bisschen zu lütt. Ja, ein bisschen zu lütt. So, eingepackt. Weiter angeln. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal im Livestream oder hier auf YouTube. Tschüss.